So, nächstes Spiel, Cash Machine. Merkur Cash Machine. Je nach Einsatz. Ich kenne das doch, das gab's doch schon mal, meine ich. Und zwar glaube ich, die Gewinne werden gebildet aus den zusammenhängenden Zahlen oder irgendwie sowas. Ich meine, das hätte es doch schon mal gegeben. Genau. Ja, und die Farben müssen noch gleich sein. Wild 1 oder 2. Ach so, boah, ab 1,20 Euro. Natürlich für ein offenes Spielfeld, ab 1 Euro ist schon eine Hausnummer. Na, 12 Euro nur in den falschen Farben. Boah, wie gemein. Kann ja auch wieder nur 2 Euro maximal sein. Leute, ja, wechsel ich Spiel, es ist mir zu teuer, so. Probieren wir es nochmal. Komm, eine Runde probiere ich nochmal so, aber irgendwie nicht so mein Favorit. Oh, 57 falsche Nullen dahinter. Ui. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ist so ein tolles Spiel. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Mir fällt auch noch ein, man konnte, glaube ich, die Farben auch noch deaktivieren hier. Ja, dann gab es nur rote, genau mit dem Einsatz hier. Ja, stimmt, da war auch noch was. Also ihr könnt über die Farben aktivieren, dementsprechend 15 Cent in dem Fall. Jetzt hat er wieder lang gemacht. Ich wollte eigentlich mal so 5 Cent nur rot. 20, okay. Gut, nur dass wir es mal geklärt haben. Boah, dann kommt nichts dahinter. Schade, ist da eine blaue Eins. So, diesmal auf 20 Cent Sunny Spins Einsatz. Vielleicht ist ja nochmal ein Vollbild drin oder so. Ich will ja keine Ansprüche stellen. Und Ende. Oder 51. Na komm. Mach noch mal irgendwas hier. Maximal 2.
Na komm, hau noch mal einen Gewinn raus hier, einen schönen. Irgendwas. Aber ich glaube, ich mache was anderes. Ja. Sunny Spence, doch nicht. Oh, schade, so 55 Euro nochmal. Wäre ja nicht verkehrt. Na gut, noch was anderes. Bis gleich.